Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Card Duplication Glitch zeigen. Für diesen Card Duplication Glitch braucht ihr die Hilfe von einem Freund. Ihr macht aber auf jeden Fall saubere Kopien, das heißt ihr braucht kein persönliches Kennzeichen. Ihr benötigt eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt muss sich das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy in Zukunftsshop, gibt am meisten Geld. Ebenso benötigt ihr noch eine MOC. Eine Basis, in der Basis braucht ihr eine Avenger, in der Avenger braucht ihr dann die Fahrzeugwerkstatt. Ebenso benötigt ihr noch irgendein Motorrad, das in irgendeiner Garage steht, in welcher Garage ist völlig egal. Und ebenso benötigt ihr noch ein Fahrzeug in der Basis und ich würde sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Wir laden einmal unseren Freund in unsere Lobby ein, wir begeben uns dann zu unserer Basis, laden unseren Freund in unsere Basis ein. Wir steigen dann einfach in irgendein Auto ein. Unser Freund steigt dann auch mit ins Auto ein. Wir müssen jetzt unseren Freund einmal verglitschen. Wir drücken Steuerkreuz nach links, um in die Avenger reinzufahren. Dort angekommen, brauchen wir nichts anderes zu machen, außer auf zurückzugehen, Fahrzeugwerkstatt verlassen. Als nächstes werden wir einen Agent 14 anrufen. Bunkerforschung anfordern. Sobald wir auf X gedrückt haben, drücken wir 2-3 Mal Steuerkreuz nach rechts, bis wir in dieses Menü reingeladen werden. In diesem Menü machen wir jetzt nichts. Wir warten, bis wir automatisch rausgeworfen werden. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes drücken wir jetzt nur noch R2, um aus der Fahrzeugwerkstatt rauszufahren. Jetzt werden wir einen unendlichen Blackscreen bekommen. Um da jetzt rauszukommen, müsst ihr jetzt entweder irgendeinen Freund beitreten, der im Job für einen Titan drin ist. Ansonsten könnt ihr auch einfach den Anavac-Bot benutzen. Für die PlayStation 1 ist das Anavac 2P4. Für die PlayStation 5 Anavac 1P5. Die Meldungen, die jetzt kommen, einfach alle bestätigen. Dann werden wir unter die Map spawnen, ist auf jeden Fall perfekt. Wir machen nichts, wir warten einen Moment. Dann werden wir außer Gefecht gesetzt, ist auf jeden Fall perfekt. Und dann werden wir wieder sichtbar auf der Map spawnen. Unser Freund ist jetzt immer noch im schwarzen Ladebildschirm drin. Um den Freund jetzt da rauszuholen, müssen wir unseren Freund jetzt einmal töten. Und zwar, im Normalfall spawnt jetzt das Auto bei euch jetzt hier auf der Straße. Aber es kann auch mal passieren, so wie es bei mir der Fall ist, dass das Auto oben in der Luft backt. Und ja, wie gesagt, müsst ihr jetzt einfach den Freund raussnipen. In meinem Fall habe ich mir jetzt hier eine hohe Position gesucht. Unser Freund ist dann jetzt wieder draußen aus dem unendlichen Blackscreen. Wir werden einmal die Lobby verlassen, gehen einmal in den Roxer Creator. Unser Freund schickt uns dann wieder eine Einladung in seine Sitzung. Dort in der Lobby angekommen, begeben wir uns einmal zur Arena. Unser Freund begibt sich auch schon zur Arena. Wir holen uns jetzt einfach irgendein Auto aus der Arena-Werkstatt raus. Welches Auto ihr da rausholt, ist völlig egal. Das Auto, das geht auch nicht verloren. So, dieses Auto müssen wir einfach nur unserem Freund übergeben. Unser Freund steigt in das Auto ein und bleibt jetzt die ganze Zeit drin sitzen, so lange, bis wir ihm schreiben, dass er aussteigen kann. Mehr muss der Freund auch nicht machen. Wir öffnen jetzt in das Aktionsmenü, gehen auf Sonderfahrzeuge, fordern einmal die mobile Kommandozentrale an. Die holen wir auch dann einmal. So, ihr könnt es hier ungefähr so parken, wie jetzt bei mir hier im Video. Ihr müsst auf jeden Fall nur darauf achten, dass ihr den blauen Kreis habt. Als nächstes werden wir uns als MC-Präsident registrieren. Wir müssen dann einmal ein Fahrzeug anfordern. Wenn ihr das Fahrzeug nicht anfordern könnt, wenn da noch steht Fahrzeug einlagern, dann liegt es daran, dass ihr noch zu nah an eurem Freund, bei eurem Freund seid. Geht dann einfach wieder ein paar Meter Richtung Arena und dann könnt ihr auch ein Motorrad anfordern. Habt ihr euch das Motorrad angefordert, begeben wir uns dann wieder zur Arena. Steigen jetzt in das Auto ein, was wir uns duplizieren wollen, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort ändern wir einfach irgendwas am Fahrzeug, anschließend die Arena verlassen. Sind wir jetzt draußen angekommen, öffnen wir das Handy, einmal den Mechaniker anrufen. Und jetzt bestellen wir uns einmal das Auto, was wir nicht mehr benötigen oder halt einen kostenlosen Elegy. Ich müsste noch in der Spielhalle, müsste ich noch einen kostenlosen Elegy noch stehen haben. Den einfach anfordern und ungefähr, ja, so jetzt nach 6-7 Sekunden sagt ihr eurem Freund Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn der Freund jetzt aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich auch das
Kennzeichen ändert. Und das bedeutet, dass ihr dann eine saubere Kopie erstellt habt. Um das Auto jetzt abzuspeichern, fahren wir das Auto einfach nur hinter unsere MOC, Steuerkreuz nach rechts drücken, in die MOC reinfahren und schon ist das Auto abgespeichert. Wenn ihr euch jetzt eine zweite Kopie erstellen wollt, steigt einfach wieder jetzt in das Auto ein. Das Auto übergeben wir dann unserem Freund. Wir öffnen wieder das Interaktionsmenü, MC-Präsident, das Motorrad wieder anfordern, begeben uns dann wieder zur Arena, steigen in das Auto ein, was wir uns duplizieren wollen, Steuerkreuz nach rechts drücken, um das Fahrzeug zu modifizieren. Dort ändern wir wieder irgendwas Günstiges am Fahrzeug, Arena dann wieder verlassen. Draußen angekommen, öffnen wir das Handy, Mechaniker anrufen, dann wieder irgendein Auto anfordern, was wir nicht mehr benötigen. Wir warten wieder so 6-7 Sekunden, sagen unserem Freund Bescheid, dass er wieder aussteigen kann. Und sobald der Freund aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich auch das Kennzeichen wieder ändert. Und ja, um dieses Fahrzeug jetzt auch abzuspeichern, begeben wir uns dann wieder zu unserer MOC, hinten reinfahren, Steuerkreuz nach rechts drücken und schon ist das Fahrzeug abgespeichert. Und ja, so könnt ihr euch jetzt die ganze Zeit die Autos duplizieren. Und ja, dieser Glitch funktioniert auf allen PlayStation-Konsolen und auf allen Xbox-Konsolen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.